Guten Morgen. Heute wieder vor Sonnenaufgang, weil ich nach Wiesbaden muss. Da haben wir am kommenden Sonntag den Radiogottesdienst aus der Lutherkirche und wir haben da heute eine Probe und darum brechen wir früh auf. Meine Gedanken widme ich heute dem Sohn einer befreundeten Kollegin. Er hat sich heute vor 5 Jahren das Leben genommen, wurde 24 Jahre alt. Vor 2 Wochen hat seine Familie ihm einen Tree of Memory gesetzt, einen Baum der Erinnerung im Grüneburgpark in Frankfurt. Da steht sein Name und seine Lebensdaten, Konstantin. Erinnerung, die wächst und die nicht erstarren lässt. Eine Verbindung mit dem Verstorbenen, mit der Liebe, die nicht eine Fessel ist, sondern eben ein Band der Liebe. Meine Gedanken für euch und aus dem Phantom der Oper ein Lied, wo eine Tochter am Grab ihres verstorbenen Vaters ihn bittet, hilf mir weiter zu leben. Passing bells and sculpted angels, cold and monumental, seem for you the wrong companions, you were warm and gentle. Wishing you were somehow here again, knowing we must say goodbye. Try to forgive, teach me to live, give me the strength to try. No more memories, no more silent tears, no more gazing upon the wasted years. Help me say goodbye. Goodbye heißt ja auf Wiedersehen. Daran glaube ich. Ein Hoch auf die Geburtstagskinder, auf meinen Schulfreund Johannes, auf Mick, auf Christina in Hamburg. Und habt einen behüteten Tag. Hier kommt das Morgenrot für euch.